In diesem Video besprechen wir die drei größten Fehler, die du in der Mitarbeit in der Oberstufe machen kannst. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach, und heute sprechen wir über die drei größten Fehler, die ich immer wieder in der Mitarbeit bei Oberstufenschülern sehe. Der erste allergrößte Fehler ist, dass man sich einfach nicht traut, sich mehr zu melden. Ja, der Punkt ist ganz einfach. Egal, was ich dir an Mitarbeitstipps und so weiter auch weitergebe, sage ich auch unseren Coaching-Teilnehmern immer wieder. Ihr müsst euch melden. Ja, wenn du dich nicht meldest, dann kann das, was in deinem Kopf sein, so gut sein, wie es will. Du kannst es so gut rüberbringen, wie du es. Es wird dir nichts nützen, wenn du nicht einfach mal deinen Finger streckst und auch einfach mal aufgerufen wirst. Deswegen, der allererste größte Fehler ist, sich einfach nicht genug zu melden. Warum meldet man sich nicht oft genug? Ja, meistens, weil man entweder das Gefühl hat, ich kann das Ganze nicht so gut wie die anderen, oder ich habe irgendwie Angst, trotzdem was zu falsch zu sagen. In der Regel kommt der erste Fehler immer nur auf das Selbstvertrauen zurück. Ja, das heißt, du musst herausfinden, wie kannst du dein Selbstvertrauen stärken. Zum Beispiel auch bei unserem Coaching legen wir einen ganz großen Wert darauf, weil was bringt es dir, das alles zu wissen, wenn du trotzdem nicht an dich selbst glaubst? Deswegen sage ich das auch am Ende von jedem Video. Ja, wie das Ganze nicht nützen. Das heißt, finde einen Weg heraus, wie du dein Selbstvertrauen stärken kannst, damit du dich dann eben auch wirklich traust, in jeder Mitarbeit dich eben auch oft genug zu melden, um auch dann die entsprechenden Noten zu bekommen. Fehler Nummer 2. Die Mitarbeit, die man sich dann vielleicht traut, wenn man den ersten Fehler nicht macht und sich schon meldet, ja, ist nicht gut genug. Nur ist das eigentlich immer auch nur eine Einstellungssache und eine Verständnisfrage. Weil ganz, ganz oft behandelt viele so die Mitarbeit wie so ein, ja, das ist wie so eine viertelte Klausur. Das ist ja nicht so wichtig, was ich da sage. Da übe ich auch noch ein bisschen und so weiter. Stimmt alles, nur gerade in der Oberstufe, gerade wenn du auch mal einen anspruchsvolleren Lehrer hast, dann legt er einen sehr großen Wert darauf, wie es dann wirklich bei dir irgendwie auch, sag ich mal, dann aussieht, wenn du dich meldest und was sagst. Ja, das soll jetzt nicht, dieser zweite Fehler oder den zu beheben, soll jetzt nicht dazu führen, dass der erste Fehler bei dir schlimmer wird im Sinne von, oh mein Gott, ich muss sowas Gutes sagen, dass ich mich nicht mehr traue zu melden. Aber sei dir bewusst, wenn du schaffst, dich dann konstant zu melden, musst du auch schauen, dass deine Qualität sich erhöht. Weil viele sagen auch immer, kommen immer wieder zu mir und sagen, hey Leo, ich weiß nicht, wie ich meine Mitarbeitsnote verbessern soll. Ich hänge bei 9, 10, 11 Punkten fest, aber melde mich schon den ganzen Unterricht und schaff's eben trotzdem nicht. Ihr müsst verstehen, wie gut eine Mitarbeitsnote ist, besteht prinzipiell erstmal nur aus zwei Faktoren. Erstens Quantität, das heißt, wie oft meldest du dich, und zweitens Qualität. Wie gut ist das, was du sagst? Das heißt, du musst einen Weg finden, wie das, was du sagst, besser wird. Das bedeutet natürlich, entweder nicht zwangsläufig mehr lernen, sondern vor allem besser lernen, mehr verstehen, mehr in die Tiefe gehen und das dann eben auch schon dem Lehrer innerhalb des Unterrichts zu kommunizieren. Und das ist dann auch gleich der nächste Punkt. Und das ist dann nämlich Fehler 3. Und zwar das, was du vielleicht schon viel und gut sagst, dann nicht richtig rüberbringen. Ganz oft haben wir so das Gefühl, naja, wenn ich mich doch oft genug melde und meinetwegen dann auch gute Dinge sage, dann muss das ja reichen. Sollte es grundsätzlich auch, aber wir Menschen sind alle Menschen. Auch deine Lehrer sind Menschen. Das bedeutet, die Notengebung ist zu einem gewissen Grad subjektiv. Und es geht nicht nur darum, wie oft du dich gemeldet hast und was du gesagt hast, sondern auch, wie du das, was du gesagt hast, rübergebracht hast. Ja? Deswegen, ich könnte ja zum Beispiel auch sagen, naja, mein Gott, wie ich euch die Sachen sage, ist nicht so wichtig, Hauptsache ich sage ich euch. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier wie so ein Professor hinstellen würde und so total langweilig die Dinge einfach runterrattern würde, hättet ihr auch keinen Bock, zum Beispiel euch diese Videos anzuschauen. Ja? Auf der anderen Seite, wenn ich das mit einer coolen Rhetorik rüberbringe, auf eine lästige Art und Weise, macht das euch viel mehr Spaß zuzuhören. Und genauso ist das auch beim Lehrer. Du kannst auf der einen Seite in zwei Fällen genau das gleiche sagen, wenn du es aber zum Beispiel im einen Szenario, also einfach so total langweilig, vielleicht sogar ein bisschen zweifelnd an deiner eigenen Antwort rüberbringst und auf der anderen Seite vollkommen überzeugt bist von dem, was du sagst, dann kann der Inhalt genau gleich sein. Du kannst dich genauso oft gemeldet haben, aber du wirst einfach von der Energie viel, viel überzeugender sein, und das kann oft nochmal so der letzte Push sein, um von 12 auf 13, auf 14, auf 15 Punkte hochzukommen. Deswegen bitte, mach nicht den Fehler zu denken, ja, wie ich sage, ist nicht so wichtig. Arbeite an deiner Rhetorik, arbeite an deinem Selbstvertrauen. Auch die Punkte geben wir dir im Coaching sehr stark bei uns mit, dass du da wirklich auch in jedem Fach auf die richtig, richtig hohen Mitarbeitsnoten kommen kannst, wenn du das eben möchtest. Deswegen, wenn du dabei Unterstützung von mir persönlich haben möchtest, dann trag dich sehr, sehr gerne bei uns für unser Coaching ein. Dafür einfach der erste Link in der YouTube-Beschreibung oder auch der erste angepinnte Kommentar. Ich freue mich auf dich. Wir beide sehen uns dann im nächsten Video. Dein Leo.